Dschungeltour mit Holger Schneck in Laos. Der 47-jährige Auswanderer bietet hier unter anderem Trekkingtouren an. Vor 13 Jahren will sich der Realschullehrer eigentlich nur eine Jobauszeit nehmen, um Asien zu bereisen. Doch dann bleibt er aus Liebe zu Land und Leuten hängen. Die Natur Laos fasziniert ihn jeden Tag aufs Neue. Ich war mein ganzes Leben lang mal schon diese Outdoor-Geschichten. Ne? Und das hat sich in Laos für mich sogar noch verfestigt, weil das auch Teil meiner Arbeit war ganz früher. Ich habe für eine Firma gearbeitet, da war ich der sogenannte Surveyman. Kundschafter, würde man sagen, die haben mich damals in total entlegene Gegenden in Laos geschickt, um zu gucken, was kann man machen im Sinne von Outdoor-Activities. Laos ist bis dahin touristisch kaum erschlossen. Der Mann vom Bodensee entdeckt viele unbekannte Orte. So auch diesen als Nam Dong Park bekannten Urwald. Wir haben am Anfang hier Touren gemacht. Da war natürlich, da waren noch keine Brücken, da war noch nichts. Es war einfach nur Dschungel und Wasserfälle. Man musste hoch im Wasser, man musste schwimmen. Ich habe zum Teil Haken in die Felsen reintrieben. Wir sind dann Seilen hochgeklettert und ich habe das versucht, so geheim zu halten, so lang wie möglich. Also ich habe selbst Gästen gebeten, in Reviews oder in Beurteilen nichts davon zu erwähnen. Dann irgendwann haben das Leute übernommen, haben den Park draus gemacht und ich hatte halt die große Sorge, dass sie da so ein Betonding draus machen. Und von daher habe ich da meinen Frieden damit gemacht. Ne? Es ist alles sehr natürlich gehalten. Es ist wirklich, das Prinzip ist, die Natur zu erleben. Und für mich und meine Gäste ist natürlich der Vorteil, dass jetzt auch Kinder hierher können. Ne? Das war früher anders. Von daher, alles gut. Seit 2012 betreibt der 47-Jährige in der Nähe des Urwaldparks das Hillside Laos. Eine ökologisch betriebene Lodge mit eigenem Gemüseanbau. Der rastlose Abenteurer wird der Liebe wegen sesshaft. Holger trifft seine Frau Alun vor 9 Jahren im Süden von Laos. Damals ist er Kreuzfahrtdirektor auf einem Flussschiff. Wir haben uns da kennengelernt, quasi auf Business-Ebene, also geschäftlich. 2 Wochen später waren wir in Urlaub zusammen in Thailand. Weitere 2 Monate später habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, mich zu heiraten. Er wollte in Laos leben und er erzählte mir, dass er sich in Laos verliebt habe und dass er in Luang Prabang wohnt. Dort war ich auch schon mal. Als er so etwas sagte wie, Luang Prabang ist meine Heimatstadt, da habe ich eine richtige Gänsehaut bekommen. Ich liebe diesen Mann, weil er mein Land liebt. In der Lodge kümmert sich die 41-Jährige um die Angestellten. Sie erledigt Behördengänge und kauft für das Restaurant ein. Holger hingegen kümmert sich vor allem um das Freizeitangebot seiner Gäste. Eine Übernachtung in den Bungalows der Lodge kostet zwischen 50 und 90 Euro pro Nacht. Die angebotenen Unternehmungen schlagen extra zu Buche. Also, Lukas, guck, hier hast du dann noch eine Mappe. Da findest du alle Informationen zu unseren Aktivitäten. Nicht alle Gäste kommen gleich gut mit dem Leben im Urwald klar. Wir sind im Dschungel, wir haben Geckos, wir haben Spinnen. Und die Gäste treffen die natürlich dann auch im Bad. Unter Umständen, das Bad ist dunkel und schattig und manchmal auch ein bisschen feucht. Ne? Und da kann schon passieren, dass man dann 3 nachts rausgeklopft wird. So, wir haben eine Spinne im Zimmer, die muss unbedingt raus. Ne? Das passiert, ganz klar. Den Pool seiner Lodge hat Holger selbst gebaut. Als Swimmingpool-Bauer für andere verdient er sich manchmal etwas Geld dazu. Mehr Spaß macht es Holger aber, sich Gedanken über neue Attraktionen für seine Anlage zu machen. Ich mag das Entwickeln von Projekten. Das ist ja das Schöne an dieser Lodge. Das ist ein großes Stück Land und man kann sich da austoben. Ne? Also ich kann da quasi, das ist wie so ein Spielplatz für große Jungs. Wenn ich morgen mich dazu entscheide, einen Kinderspielplatz zu bauen aus Bambus, dann kann ich das machen. Wenn ich mich dazu entscheide, eine Plattform oben auf dem Berg zu bauen, damit man auf Luang Prabang runtergucken kann, dann kann ich genau die Dinge tun. Und das ist das, was mir Spaß macht. Dank ihrer Angestellten können sich die Betreiber ihre Zeit relativ frei einteilen und auch mal früher nach Hause fahren. Holger und Alun wohnen am Fuß der Berge in der 10 Kilometer entfernten Provinzhauptstadt Luang Prabang. Wir haben am Anfang in der Lodge, rund 2 Jahre haben wir das oben gemacht. Und da war noch nicht viel los.
Man muss sich überlegen, jedes Reiskorn, jeder Nagel wird in der Stadt gekauft, wird hochgefahren. Das Internet ist auch besser in der Stadt. Und natürlich Sozialleben. Also man lebt hier, man hat Freunde, man hat Hobbys. Das Privatleben der Schnecks findet deshalb in Luang Prabang statt. Seit 25 Jahren gehört die ehemalige Königsstadt mit ihren Tuk-Tuks und Prachtbauten zum UNESCO-Weltkulturerbe. Doch der entscheidende Grund für das Paar, hier zu wohnen, ist ein anderer. Er heißt Oskar, ist 7 Jahre alt und darf momentan nicht zur Schule gehen, weil er die Windpocken hat. Die medizinische Versorgung ist in Laos anders als in Deutschland. Ich mache eine Lego City. Eine Lego City. Oh, wow. Wie geht's deinen Windpocken? Ist okay. Ist okay? Ja. Darf ich mal gucken? Es gibt natürlich keine Krankenversicherung. Ja, also wer zum Arzt muss, bezahlt das Cash. Und dann haben wir hier natürlich auch so ein bisschen so eine zwei Klassen. Also ein guter Arzt ist ein bisschen teurer. Dann gibt es diese, ich sage mal, Feld-, Wald- und Wiesenärzte, die sind ein bisschen billiger. Grundsätzlich ist es so, dass das hier, ich bin jetzt seit 13 Jahren hier, jedes Jahr besser wird. Jedes Jahr wird es wirklich besser. Aber nach wie vor, wenn was wirklich, wirklich, wirklich Ernsthaftes ist, dann geht's ab nach Thailand. Dann geht's in den Flieger und dann fliegt man nach Chiang Mai oder fliegt nach Bangkok. Mit dem Vater spricht Oskar Deutsch. Mit seiner Mutter Laotisch. Holger und Alun unterhalten sich meist auf Englisch. Ein Leben in Deutschland für Alun kaum vorstellbar. For me quite difficult. But I love to live in Germany. In Deutschland zu leben wäre etwas schwierig für mich. Ich würde ja gerne, aber ich spreche die Sprache nicht. Ich bleibe lieber hier und fahre in den Urlaub dorthin, wenn wir Holgers Familie besuchen. Das passiert nur alle 1 bis 2 Jahre, bevorzugt im Sommer, wenn es in Deutschland warm ist. Holger betrachtet Laos als seine Heimat, auch weil er hier immer neue Herausforderungen findet. Wie diese Aussichtsplattform. Er hat sie erst kürzlich für seine Gäste gezimmert. Ein langfristiges Ziel von mir ist doch noch irgendwann am Meer zu leben. In Asien bevorzugt, aber nicht sofort jetzt die nächsten paar Jahre. Es gibt noch Arbeit, es gibt noch Sachen zu tun. Dann so eher Lebensabend, Rentenalter, da irgendwo schön am Meer, wo es warm ist. Das ist noch schon noch ein Traum von mir, den ich noch habe. Laos liegt nicht am Meer. Deshalb könnte es sein, dass die Schnecks eines Tages doch noch ihr geliebtes Land verlassen. Bis dahin bleibt Holger seinen Gästen jedoch erhalten, als persönlicher Abenteuer-Scout.